Mahlzeit, bitte entschuldigt, dass das Bild so ein bisschen komisch ist. Es liegt irgendwie am Licht. Irgendwie funktioniert das heute nicht so, wie es so. Und meine Haare. Schlimm. So. Ich wollte ein paar Gedanken loswerden und habe die Kamera nochmal angemacht. Und zwar geht es um Stimmen in meinem Kopf. Okay. Und ich bin über verschiedene Kontexte heute irgendwie immer wieder auf das Thema. Scheint heute bei vielen Leuten Thema zu sein, Stimmen im Kopf. Und das hat so ein paar Gedanken bei mir getriggert, als ich eben auf dem Klo gesessen habe. Und dann habe ich mir gedacht, mach nochmal kurz ein Video. Und zwar, zum einen, Stimmen im Kopf. Denken wir kurz mal drüber nach. Und machen uns bewusst, dass wir andere Stimmen sowieso überhaupt gar nicht wahrnehmen können, weil sämtliche Stimmen, die wir wahrnehmen, in welcher Form auch immer, ja letztendlich erst in unserem Kopf wahrgenommen werden können. Ja, das heißt, alle Stimmen, die wir hören, sind letztendlich in unseren Köpfen. So, deswegen das Ganze einfach mal, um dieses Ding gerade zu knacken, von wegen, dass das irgendetwas Ungesundes sei, wenn man Stimmen im Kopf hat. So, man braucht sich aus einem zweiten Grund nicht unbedingt schlecht zu fühlen, wenn man Stimmen im Kopf hat, weil das völlig normal ist. Weil sonst könnten wir ja gar nicht denken. Ja, dann würden wir gar keinen Unterschied zwischen Denken und Sprechen und Aussprechen von Gedanken machen. Das heißt, da ist ja schon alleine eine Stimme. So, und ich weiß, dass ich definitiv nicht der einzige Mensch auf dieser Erde bin, der Stimmen im Kopf hat, die unter Umständen sogar komplette Dialoge miteinander führen. Da redet man zum Beispiel, um diese Stimmen zu differenzieren, von Engelchen und Teufelchen. Ich weiß, dass das nicht nur bei mir so ist. Ja, sonst würde es dieses Engel-Teufelchen-Gequatsche gar nicht geben. Das sind diese Stimmen, um die es mir heute geht. Diese zwei Stimmen in uns, die letztendlich in allen möglichen Ausführungen, Variationen und Varianten auch Dialoge führen, um irgendwelche Themen, um die es jeweils bei uns gerade geht. Hier, ich habe ein hier Werbung kurz zwischendurch, ne? Muss ich gerade sehen. Und ich hatte eine sehr interessante Erfahrung auf meinem Weg bei der Begegnung zwischen mir und diesen beiden Stimmen. Und zwar hat mir das sehr geholfen, vorher so 1, 2, 3 Tage, Nächte durch. Also ich glaube, es war eine Nacht, die ich bei der Lina war und wir die ganze Nacht durch Känguru gehört haben. Wer es nicht kennt, Marc-Uwe Kling, Känguru Chroniken, Känguru Manifest und was habe ich vergessen? Känguru. Es gibt 3 Bücher. Guckt selber nach, ihr findet es auf YouTube. Und einfach von ihm vorlesen lassen. Ist wichtig, wenn man das machen möchte, was ich gerade, was ich sage, wie es mir quasi passiert ist, was man aber auch ganz bewusst so machen kann. Um deinen Kopf einzustimmen auf zwei Stimmen, höre einfach zu, wie der Marc liest. Wenn er die Sprecherstimme, wenn er einfach erzählt, dann ist das meistens sehr ruhig. Und auch wenn er dann halt eben von sich selber irgendwelche Zitate vorliest, dann sind die eher so ruhig. Und wenn das Känguru redet, dann ist das irgendwie immer voll klugscheißerig und bla. Und das ist immer, man hört diese zwei Stimmen. Und bei mir war das tatsächlich so, ich habe nach einer Nacht, die ich da gesessen habe, das einfach auf mich habe einwirken lassen, stand ich 3 Tage später an einer Ampel im Auto und beobachtete ein solches Gespräch
in meinem Kopf, dass gerade sehr, sehr diese Tonlagen von Marc-Uwe Kling annahm in diesen beiden verschiedenen Rollen. Und da habe ich das erste Mal was gesehen, was ich vorher schon sehr lange vermutet hatte und es irgendwie nicht greifen konnte, irgendwie mit, da redet das Ego, bla 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 bla, wie das Känguru. Das heißt, immer mit Muss zu tun. Und da redet das Ich. Das was empfinden, was die Welt auf eine Art und Weise erleben möchte, wie ich das fühle. Und nicht, wie Ego mir sagt, wie es alles sein müsste. Weil wenn da nämlich eine Diskrepanz zukommt, dann haben wir ein Problem. Dann fangen nämlich auf einmal Engelchen und Teufelchen miteinander zu streiten an. Und wir sind so dazwischen hin und her gerissen, wissen nicht, was wir machen sollen. Probiert es einfach mal aus, wenn ihr möchtet. Hört euch einfach, kann man nichts mit verlieren. Hört euch einfach so ein bisschen Känguru-Chroniken-Manifest und es ist noch ein drittes da. Und mir fällt gerade nicht ein, welches es ist. Ihr werdet gerade, wenn ihr es kennt, schon wieder schreien. Bauchi, bist du blöd. Ja, manchmal bin ich blöd. Yay! Das gibt mir riesengroße schwarze Löcher von Unwissen, die alle unentdeckte Welten sind, die ich alle noch auffüllen kann. Ich schäme mich einfach inzwischen für meine Unwissenheit nicht mehr. Das ist, was mir verloren gegangen ist. Beziehungsweise, was halt verloren gegangen. Als Kind hatte ich das schon. Und überall da, wo man sich als Anfänger empfindet, ist das auch nicht schlimm, wenn man gewisse Sachen nicht weiß. Aber wenn man meint, man müsste alles wissen, dann wird das immer sehr schwierig, da wegzukommen. Das heißt also, ich habe es einfach wieder verlernt, mich für meine Unwissenheiten zu schämen oder mich unwohl damit zu fühlen. Inzwischen reagiere ich da mit Interesse drauf, statt mit Unwohlsein. Und ja, probiert es einfach mal selber aus. Guckt mal, ob ihr diese zwei Stimmen in euch klar greifen könnt. Weil, wenn ihr das nämlich habt, dann könnt ihr nicht mehr zwischen Engelchen und Teufelchen, die da zwischen euch sitzen, sondern dann könnt ihr ganz klar sagen, da ist meine Stimme und da ist dieses ganze Gequatsche, was da ist, weil ich es irgendwo aufgenommen habe und meine, es müsste irgendwas sein, wie es andere mir erzählt haben und bla 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 bla. Diese Stimme wird immer die lautere sein. Und die eigene wird immer die ruhigere sein. Ich habe es bis jetzt noch nicht ein einziges Mal erlebt, bis auf in ganz kurzen Momenten, wo meine innere Stimme kurz mal bellt und dann ist die andere ruhig. Das funktioniert. Das funktioniert wirklich. Auch das Innere kann man mit der Faust auf den Tisch schauen und sagen, Schluss! Achtet auf diese Sachen. Probiert's aus. Macht es einfach. Ihr werdet sehen, dass das funktioniert. Das hat ja eine Wirkung auf euch. Ihr seid in dem Moment gerade an dem Pult, wo die ganzen Tasten sind, wo ihr eure Matrix programmiert. Durch eure Worte programmiert ihr eure Wahrnehmung. Deswegen ist das so wichtig, auf die Worte zu achten und genau vor allen Dingen an den Stellen, wo wir unsere Sichtweisen wiedergeben, mal auf unsere Worte zu achten. Weil da nämlich drin steht, was wir erleben. Wenn wir diese Sätze korrigieren, können wir das da korrigieren. Da drin rumzuwuseln bringt gar nichts. Das zeigt an, was da steht. Da steht, was hier rauskommt. Das sollte aber von hier kommen, durch da oben in das da reinfließen und dann kann das werden. So funktioniert es. Alles hat eine gewisse Reihenfolge. Und die funktioniert auch nicht anders. Wieder ein Haufen wirres Gerede. Für die, die es auch nicht interessiert. Und wenn es wieder nur einem weitergeholfen hat, dann habe ich es immer noch gerne getan. Weil mir hat es auf jeden Fall schon wieder weitergeholfen. Wir sind bei knapp 10 Minuten und ich freue mich auf Feedback. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Teilt es gerne, wenn ihr möchtet. Und ja. Wir sehen uns bald wieder mit anderen Gedanken. Oder weiteren zum Thema. Mal gucken, ne?